Привет и добро пожаловать на Bratwurst Gaming. Und während die Ersten jetzt schon in die Kommentare schreiben, wie schlecht doch mein Russisch ist, dass ich nur dank Google Translate beherrsche, auch an alle anderen, herzlich willkommen zurück. Woo! Es gibt uns noch, ob man es glaubt oder nicht. Und ich mache einfach da weiter, wo wir aufgehört haben. Und zwar bei Steve's Random Steam Challenge. Und ja, wie ihr seht, heute ist Kryllisch dran. Wir spielen jetzt das, ich glaube, dritte Spiel von meinen 10 zufälligen Steam Keys, die ich mir dereinst gönnte. Und dieses Spiel nennt sich Experience. Und ich finde, hier fängt eigentlich schon die Experience an. Und zwar, ja, das ist halt wie gesagt Russisch. Oder zumindest Kyrillisch. Kann natürlich auch irgendwas anderes sein, das Kyrillisch nutzt. Warte mal, das ist irgendwie Start irgendwas. Das sieht nach Option aus. Gut. Also wir haben... und Portalen. Okay. Aber das scheint eher was Richtung Statistiken zu sein. Irgendwas mit 20 Sekunden. Aber der Soundtrack ist geil. Muss ich nur mal bei mir noch mal ein bisschen persönlich leiser machen. Ah, schon. Der Beat ist geil. Doch. Okay. Ja. Hey, wir nehmen mal hier irgendwas mit Brat. Okay, wir haben... Okay, wir können nur eins anklicken. Das scheinen... Ach, das sind die okay, das sind römische Zahlen. Ja, sieht man natürlich nicht so wirklich mit diesen Schlössern oder was auch immer das ist davor. Ja gut, da haben wir ja keine andere Wahl. Oh, das scheint ja einiges an Content zu haben. Na huiuiui, mal schauen, ob ich in den obligatorischen 3 Parts hier durchkomme. Wir klicken mal auf die 1. Okay. Ich bin schon mal ein... Ich bin Ron Weasley. Der russische Ron Weasley. WAD. Also, das weiß ich schon. Wobei, ich weiß nicht, wofür ich W drücke, weil springen tue ich mit der Leertaste. Geil. Das sind die realistischsten Pistolensounds aller Zeiten. Geil. Okay, wir können erstmal auf Zielscheiben schießen. Und am Springen verkacken. Aber das ist ja langweilig. Gib mir die Action! Ah, okay, wir das S und Spatze können wir, Plattform nach unten, das ist okay. Wir können Gischten kaputt schießen und bunte Kulan einsammeln. Und das sieht ein bisschen aus wie Rubine bei Zelda. Was auch immer das gerade zu bedeuten hatte. Keine Ahnung. Sieht aus wie eine Art Schild, den ich abschieße. Nun gut. Irgendwas mit minus 6. Ja, was will das sagen? Bin ich auf Etage minus 6? Das ist minus 7. Jetzt bin ich minus 8. Okay, irgendwas wird mir abgezogen. Ich habe keine Ahnung was. Ich sammle aber weiter erstmal. Ich brauche Rupees ein hier. Das ist schon mal super. Ist sowas wie ein Spezialangriff? Nee. Jetzt habe ich minus 11. Okay, vielleicht ist das nur ein Counter, wie viele Zielscheiben, whatsoever, ich kaputt geschossen habe. So, schauen wir mal. Hier gibt es wieder irgendwas. Irgendeine Kulor. Was auch immer. Ja, okay. Ich bin schon mal erstaunt. Das Spiel sieht sogar erstaunlich gut aus, wenn man das mal mit den Spielen davor vergleicht. Also, es ist schon mal grafisch kein absoluter Haugenkrebs. Ich habe halt nur keine Ahnung, was ich machen muss, außer Dinge abschießen. Aber, hey. Ich bin der russische Ron Weasley. Wahrscheinlich bin ich ein Geheimagent. Habe ich deswegen als Rupert Grint verkleidet. Um quasi England auszuspionieren. Ja, ich allein spioniere ganz England aus, natürlich. Und das sind hier so die Kronjuwelen oder sowas. Also ich bin eigentlich gerade im Tower of London. Okay, hier geht's nach unten. Wow, das war das erste Level. Ja, bis nächstes Mal ist das hier, wird es gespeedrunnt. Okay, den Scherz bringe ich, glaube ich, bei jedem Spiel. Aber das letzte Mal ist ja schon eine Weile her. Von daher kann ich die Witze einfach wiederbringen. Und ja, an dieser Stelle natürlich auch ein ganz kurzes Sorry dafür, dass es so lange gedauert hat. Irgendwie Uni, Privat, Gedöns.
viele verschiedene Faktoren und okay, ich kann durch Laser fallen und lebe trotzdem. Nice. Aber einige der treuen Fans wissen natürlich, ich hatte einen Livestream. Und zwar bei Leipzig eSports einen Europa Universales Livestream und ich werde auch bald einen weiteren Livestream bei Leipzig eSports machen. Heard it here first. Das habe ich selbst innerhalb des Vereins noch nicht kommuniziert. Es wird ein Comeback meines Streams geben. Ja, lohnt sich mal, meine Videos zu schauen, wenn es mal welche gibt. Ja, der Rest der Part Wars Gaming-Leute ist irgendwie auch nicht so produktiv. Naja, es kann nur besser werden. Wow, wow, okay. Ich kann weiter tief stürzen. Kein Problem. Aber rote Laser sind ein Problem. Geht's hier runter? Nö. Das ist irgendwie anderer Boden, aber Boden. Okay. Ich habe übrigens 24 UI. Wollte ich nur der Vollständigkeit halber anmerken. Also, ne, sieht man hier oben links. Es ist nur noch 24. 21? Okay, das. Wahrscheinlich ist das schlecht encodetes Kyrillisch für Gegner. Oder sowas. Und jetzt? Jetzt schon mal nicht lang. Okay. Na ja, gut, schauen wir nochmal. Ich kann noch ein paar Gischen kaputt machen. Mehr von dem Gedöns einsammeln. Ich habe ja keine Ahnung, was das bringen soll. Also wenn wenigstens dastehen würde, was es ist. Ja, aber hier unten rechts steht ja nichts. Ne? So wie ich hier weiß, das sehen. Aber... was das für Rupees sind, die ich einsammle, keine Ahnung. Bonbons. Konfetti. Lego. Sind zumindest die gängigen Lego-Farben. Also, naja, halt die gängigen Farben von allem, was mehrere Farben hat. Blau, grün, rot, gelb. Aber wo muss ich lang? Also durch die Laser springen war schon mal nicht die Lösung meiner Wegfindungsprobleme. Aber ich habe irgendwie keine andere Wahl. Ich bin tot! Tragischer Verlust. Aber wir hören wieder die geile Titelmusik. Das hat ja auch was. Also ein Hammer-Soundtrack. So, ich versuche mal... Ja, warte mal. Letztes Mal war ich ja... Bin ich links rum, ne? Gibt's rechts hier was? Ich habe letztes Mal schon festgestellt, dass nicht. Nö. Auf jeden Fall merkt er sich die Lego-Steine, die ich eingesammelt habe. Boah, hat er das gesehen, Alter? No hit, no hit. Das ist richtig gut. Sag's euch, das. Weil ich jetzt geil, wie einfach diese. Einfach das Bild die ganze Zeit rumspastet, wenn man irgendwas trifft. Das hat so ein bisschen was von aktuellen WWE-Shows. Also das Kevin Dunn-Syndrom findet auch hier statt. Einfach bei jedem Schlag, den die Kamera einfängt, der Kameramann irgendwie einen epileptischen Anfall bekommt, damit es dramatisch wirkt. Aber irgendwie sieht das nicht aus, als ob ich hier groß weiterkomme. Vielleicht ist wirklich das Ziel, einfach die Gegner erstmal alle zu töten. Und weiterhin Smarties einzusammeln. Boah, voll die Ninja-Skills, die ich hier auspacke. Aber es könnte tatsächlich sein, dass da, wo ich zuerst da ganz links unten stand, dass das wirklich der Ausgang ist und sich das eben erst öffnet, wenn ich alle 21 Gegner besiegt habe. Weil ich mich langsam frage, wo die alle herkommen sollen. Ja, da war jetzt nichts mehr. Das waren doch jetzt keine 20 plus Gegner. Und es muss ja hier noch irgendwie andere Items geben, sonst wären hier keine Felder für irgendwas. Mal schauen, ich versuche mich hier mal weiter durchzukämpfen. In der Hoffnung, nicht innerhalb der nächsten 20 Minuten Kopfschmerzen zu bekommen, weil dieses Bild die ganze Zeit so wackelt. Naja, das Spiel hat wahrscheinlich einfach lächerlich hohe Grafikanforderungen. Das packt meinen Rechner einfach nicht. Ja, okay, den habe ich jetzt abgeschossen, oder? Gibt es irgendeinen coolen Move, mit dem ich irgendeine Taste drücken kann und durch den Laser komme? Nö. Ja, da gibt's ja was. Das muss ja auch irgendwie einsammelbar sein. Ich mach das jetzt. Ja,
Ach, hier ein paar Skittles kann man auch ruhig, oh, okay. Skittles mit einer, nee, Laser mit einer krassen Hitbox. Skittles mit einer beschissenen Hitbox. Aber komme ich jetzt wieder zurück? Ich, glaube nein. Ha, gut. Ja. Wohl, das könnte machbar sein. Uah! Sehr gut. Und jetzt? Hier lang? Nee, von da komm ich doch. Wow, ich hänge schon am zweiten Level fest. Das ist mir schon zu komplex. Gibt es irgendeine Sprintentaste oder so? Nö. Ja, gut. Ich muss offenbar da lang. Das ist schon klar. Die Frage ist, wie? Hier geht's nicht lang. Aber ich kann von dort aus den Kollegen hier abschießen. Das ist ja ein Anfang. Aber das ist, glaube ich, nicht so das Wahre. Oh, 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 okay. Dann gibt es aus irgendeinem Grund plötzlich wieder Gegner. Entweder sind die respawned oder ich war doch noch gar nicht hier. Auf jeden Fall muss ich mal langsam auf mein Leben aufpassen. Aber hey, das mache ich seit 23 Jahren nicht, lol. Oh, ich bin doch richtig. Huh. Vorhin war ich noch auf der anderen Seite dieser Laserwand. Aber ich kann mich jetzt, sollte mich jetzt nicht hier runterstürzen. Sondern man muss das hier ein bisschen taktisch angehen, wenn das Ziel ist, alle Gegner zu beseitigen. Jetzt schon mal nicht lang. Jetzt hier vielleicht irgendwo hoch. Vielleicht mal vorsichtshalber die Kisten ganz lassen. Vielleicht kann man die oder muss man die sogar als Plattform missbrauchen. Aber ich denke eher nicht. Nö, geht's hoch, ganz normal, ganz easy. Okay. Ja, wir haben schon eine ziemlich komplexe Security im Tower of London, muss man schon sagen. Und irgendwie ziemlich viele Skittles. Ah! Ah ja, ich vergaß, ich bin, ich habe diese Prothesen, die man auch bei Portal 1 hat. Oder bei den Paralympics. So, jetzt bin ich hier. Die Dudes muss ich noch irgendwie kaputt bekommen. Aber ich denke, ich bin auf dem richtigen Weg. Jetzt bloß nicht in den Laser stürzen. Weil jetzt wird es mit Lehm langsam knapp. Mit Lehm. Aber wieso? Hä? Okay, hier komme ich nicht lang, liebes Spiel. Ich weiß nicht, was du dir dabei gedacht hast. Aber ich schieße jetzt erstmal den Gegner aus der Distanz. Wenn ich treffe, gut. Und nun. Nun setze ich mich erstmal bequem an. So, jetzt wird es nämlich tricky, glaube ich. Oder ich bin einfach nur blöd. Das kann auch sein. Macht es aber nicht weniger herausfordernd. Ich schaue erstmal unten lang. Hier geht es ja schon mal nicht mehr weiter. Ne, da freue ich mich nicht hin. Hitboxen. Gucken wir mal, was hier so Schönes gibt. Ich glaube, hier gibt es dann nochmal einen Turret. Okay, hier gibt es erstmal ein paar Herzenläufer. Okay, das ist jetzt merkwürdig. Aber das sieht wirklich so nach einem Mechanismus aus, der sich dann öffnen sollte, wenn ich jetzt nur noch rausfinde, wie ich diese vier Turrets erledige. Wahrscheinlich muss man die wirklich am Anfang besiegen. Das wäre ziemlich behindert, zumal das Spiel das nicht wirklich suggeriert und einem auch keine Möglichkeiten zum Backtracking lässt. So richtig, also ja, sehe ich das richtig? Komme ich überhaupt wieder zurück? Ah ja, ja, und da sind Laser. Wow. Wow. Der russische Ron Weasley kann nicht mal hoch genug springen. Oh, jetzt ja, das passt. Okay, wer auch immer das designt hat, ist ein Vollidiot. Aber gut. Genauso wie diese Plattform hier.
schießt. Auch ein Vollidiot. Komm ich hier weiter? Nee, hier war ich doch vorhin. Ja, das ist quasi der Beginn. Hm. Wie komme ich da hoch, ist die große Frage. Wie weit fliegen meine Projektile eigentlich? Warum muss ich gerade jetzt diesen? Ah! Gibt es hier irgendwo einen anderen Weg? Nö. Hier war ich schon. Okay. Hier geht's gar nicht lang. Da bin ich nämlich, das da. Na schön, wir fangen das mal andersrum an. Genau, und zwar hier. Na, offenbar ist es ja möglich. Beim ersten Mal war ich anscheinend schon auf dem richtigen Weg. Na, es kommt schon. Gib mir deine Smarties. Jetzt auch noch Pattern lernen oder wie, ist ja wow, okay. Anscheinend funktioniert das auch nicht, denn ich komme hier wieder nicht hoch. Gibt es sowas wie einen Rocket Jump? Nee. Hm. Ja, dann bin ich wieder hier, aber das will ich ja eigentlich gar nicht. Deswegen, ach, töte mich doch. Na komm, na komm. Laser. So. Also hier komme ich zurück. Aber irgendwie stimmt das nicht. Das ist jetzt. Es hatten doch vier gefehlt. Ich verstehe dieses Spiel nicht. Was ich von mir will. Hm. Oh, was habe ich. Okay, ich wollte eigentlich mal testweise alle Tasten durchdrücken und habe irgendeine Taste gedrückt, die mich anscheinend an den Anfang des Spiels bringt. Hm. Oh, es gibt einen Shop. Ah, cool. Was auch immer das hier alles sein soll. Keine Ahnung, Waffen? Ja, ich habe 404. Schlag mich tot. Und jetzt? Ah, jetzt habe ich mir was gekauft. Jetzt habe ich mir noch was gekauft. Ich komme jetzt einfach einen Haufen Dinge. So, cool. Was auch immer das hier alles sein soll, keine Ahnung. Aber ich habe jetzt eine bessere Waffe offenbar. Das sind irgendwelche Achievements oder so. Hm. Dann gibt es hier noch irgendwas. Jastro. Oh, 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 oh. Audio off, Music off, ne, Audio super. Fullscreen. Fullscreen hab ich, indem ich Fenster groß gemacht hab. Deswegen immer noch Windows-Wett, aber ich brauche nicht Fullscreen. Was auch immer Neues. Ist das dieses hässliche Gewackel? Bitte sagen, was ist das hässliche Gewackel, das jetzt vorbei ist? Nö, gut, dann habe ich keine Ahnung, warum was Neues sein soll. Okay, ich kann jetzt schneller feuern damit. Das ist schon mal cool. Hässlich wackel. Aber ich will das gewackellos werden. Ich gehe genau mit die Option. Neues auf. Habe ich schon drin. Dann weiß ich auch nicht. Dann ich spiele weiter. Hm.
Okay, ich mach das nochmal mit der Methode hier. So, der ist plott.